Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein wunderbar leckeres Smoothie-Rezept, der euch mal so richtig in die Gänge bringt aufgrund des Quellenpfeffers, der für die richtige Schärfe sorgt. Und außerdem ist das Smoothie selbstverständlich richtig schön gesund aufgrund der Banane, Ingwer und Zitrone. Smoothie-typisch ist er natürlich super leicht zuzubereiten. Ihr müsst die Banane schälen, die Ingwer muss ein bisschen gepellt werden. Dazu nehme ich einfach einen kleinen Löffel und dann könnt ihr die einfach so schön abziehen. Einfach dann alles ab in den Mixer geben, durchmixen und fertig ist der Smoothie. Zuerst schäle ich die Ingwer mit einem kleinen Löffel. Das geht sehr schnell. Und dann brauche ich noch eine Banane. Die wird einfach kurz geschält. Und dann brauchen wir noch den Saft einer ganzen Zitrone. Einfach alles in den Mixer geben. Die Zitrone auspressen. Dann den Maracuja-Saft dazugeben. Und eine Messerspitze Cayennepfeffer. Und einen Esslöffel Rohrohrzucker dazugeben. Alles durchmixen und fertig ist der Smoothie. Der Smoothie schmeckt nicht nur lecker, sondern ist auch super leicht zu machen und zudem super gesund. Gerade wenn man erkältet ist, hilft Ingwer und Zitrone eigentlich immer. Wenn ihr einen Pürierstab verwendet für den Smoothie, ist es kein Problem. Oder wenn ihr vielleicht einen Mixer habt, der nicht ganz so kraftvoll ist, empfehle ich euch doch, die Ingwer noch ein bisschen klein zu schneiden, weil die sind relativ holzig und dann kann es sein, dass vielleicht noch ein paar Stücke, die gröber sind, übrig bleiben. Zum Rezept einfach die Infobox aufklappen, da kommt ihr zum Rezept, wenn ihr Cayennepfeffer und ein bisschen Rohrohrzucker braucht, schaut in meinem Online-Shop vorbei, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und dann sag ich schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!